Das Vermächtnis von Jesus Christus. Der Herr spricht. Jesus nun, der seine Mutter sah und den Jünger dastehen, den er lieb hatte, spricht zu seiner Mutter: Weib, siehe dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Johannes 19, 26 und 27. Es ist bei euch auf der Welt ja auch üblich, so jemand seines Leibes tot vor Augen sieht, dass er mit seinem Nachlasse irgendeine letzte Willensanordnung trifft, die bei euch unter dem Namen Testament vorkommt. Also war es ja auch bei mir notwendig der Fall, dass ich mit meinem Nachlasse eine letzte Willensanordnung treffen musste. Maria, meines Leibes Gebärerin, war ein solcher Nachlass und sie musste doch für ihre noch übrigen Lebenstage auf der Erde eine nötigste Versorgung haben. Es dürfte freilich hier und da jemand fragen: Hatte denn der Josef gar nichts hinterlassen? Er selbst hatte ja Kinder, eigene und auch fremde, die er auferzogen hatte. Konnten diese denn nicht auch sorgen für die Maria? Darauf kann erwidert werden: Josef hatte fürs Erste nie ein völliges Eigentum besessen und konnte somit auch keines hinterlassen. Seine Kinder, sowohl die eigenen als auch die aufgenommenen, befanden sich fürs Zweite selbst in der größten Armut und sind mir zumeist nachgefolgt. Darunter war eben auch Johannes selbst, der sich viel im Hause des Josef aufhielt und gleichsam ebenfalls ein Züchtling oder Zögling dieses Hauses war. Denn sein Vater war noch bedürftiger als Josef selbst und gab daher seinen Sohn dahin, dass er erlernen möchte die Kunst Josefs. Er erlernte sie auch und war ein recht geschickter Zimmermann und Schreiner zugleich und wusste auch mit dem Drechseln umzugehen. Zudem hatte er die Maria, so wie mich, und das ganze Haus Josefs ungemein lieb, und Maria konnte keinen besseren und getreueren Händen anvertraut werden als eben diesem Sohne des Zebedäus. Seht, das ist nun das ganz natürliche Testament, und das ist demnach auch der ganz naturgerechte Buchstabensinn dieser meiner Worte vom Kreuze. Da aber eben diese Worte nicht nur allein der Mensch Jesus, sondern der Sohn Gottes oder die ewige Weisheit des Vaters geredet hat, so liegt hinter ihnen freilich noch ein ganz tiefer und allerhöchst göttlich-geistig-himmlischer Sinn, den ihr aber freilich je ebenso wenig in seiner Volltiefe werdet zu erfassen imstande sein, als so manchen anderen Tatengrund des Gottmenschen. Ich kann euch daher nur Andeutungen aus dem Gebiete der Weisheit darüber geben. Forscht aber dann nicht zu viel darin, denn ihr wisset, dass sich Dinge der Weisheit nie so begreifen lassen wie Dinge, die aus der reinen Liebe hervorgehen, wie euch solches schon die Natur zeigt. Ihr könnt allda wohl die leuchtenden Dinge wie die glänzenden erfassen, sie hin und her legen und betrachten von allen Seiten, könnet ihr aber wohl auch solches tun mit den freien Lichtstrahlen, die den leuchtenden Körpern entströmen? Diese Strahlen führen die Abbilder von zahllosen Dingen unverfälscht mit sich, wovon euch die neu entdeckten Lichtbilder einen hinreichenden Beweis geben. Fraget euch aber selbst, ob ihr trotz alles Mühens mit euren Sinnen in den freien Strahlen solche Bilder entdecken würdet. Sicher werdet ihr diese Frage verneinend beantworten müssen. Daher gilt auch der frühere Wink, dass ihr über gegebene Dinge aus der Weisheit nicht zu viele Spekulationen machen sollt, denn ihr werdet da noch weniger ausrichten als bei der allfälligen Beschauung der Gebilde in den freien Lichtstrahlen. Ihr könnt zwar optische Vorrichtungen machen, durch die der freie Strahl genötigt wird, sein getragenes Bild eurer Beschauung auszuliefern.
habt ihr aber auch eine optische Vorrichtung, durch welche die Bilder der Strahlen aus dem Urlichte in ihrer Tiefe abgeprägt werden können. Ja, ihr habt wohl eine solche geistig-optische Vorrichtung in euch, aber diese fängt erst dann an, wirksam zu werden, wenn ihr des Weltlichtes völlig ledig werdet. Die Welt muss eher in die volle Finsternis übergehen, bevor das Licht des Geistes seine getragenen Bilder in eurem Geiste wohlbeschaulich abgibt. Eure eigenen Träume geben euch davon einen gültigen Beweis und die Geschichte der Verzückten oder nach eurem Ausdrucke der Somnambulen liefern einen noch haltbareren und klareren Beweis. Diese Vorerinnerung war notwendig und so können wir zu den betreffenden Andeutungen über diese Worte am Kreuze übergehen. Weib, siehe deinen Sohn und Sohn, siehe deine Mutter, heißt tiefer so viel als du, Welt, siehe des Menschen Sohn und du, Menschensohn, siehe an die Welt und richte sie nicht, sondern erweise ihr Liebe. Tiefer gesprochen, du, göttliche Weisheit, neige dich hin zu deinem ewigen Urgrunde. Und du, ewiger Urgrund, nimm sie an und nimm auf zur Einswerdung deinen ausstrahlenden Sohn. Und weiter, du, eine, die du einst das Allerheiligste trugst, siehe an den Tod deines Werkes. Und du, Getöteter, so du auferstehen wirst, gedenke dir, die einst das Allerheiligste, das Licht der ewigen Liebe nämlich, trug. Seht, in diesen kurzen Andeutungen liegt die unendliche Tiefe, die kein geschaffenes Wesen je völlig erfassen wird, weil der Inhalt dieser Tiefe an und für sich schon unendlich ist und sich dazu noch in einem jeden Augenblicke verunendlich fältigt. So viel aber sagte ich euch darüber darum, auf dass ihr daraus ersehen sollet, dass derjenige, der solches am Kreuze herabgeredet hatte, mehr war als nach der Meinung vieler ein bloß einfacher israelitischer Delinquent unter dem Scharfgericht Roms, weil er als ein Volksaufwiegler und Rebell gegen Rom angeklagt ward. Das ist demnach der tiefere geistige Sinn. Ihr aber bleibet für euch bei dem natürlichen Testamente, denn auch ihr seid meine Jünger. Und die Armen der Welt sind meine Mutter. Und so sage ich auch zu dieser Mutter, siehe deine Söhne. Und zu euch sage ich, sehet eure Mutter. Wahrlich, wenn ihr da tun werdet, gleich dem Johannes, so sollet ihr auch seinen Lohn haben, ewig. Amen.